Hey Leute, willkommen bei Flip, hier ist Mel und heute ist der 1. Juli 2016 und heute ist Melissas Modenschau im YouTube-Space und sie hatte mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich für sie laufen würde und ich habe sowas noch nie gemacht und habe aber ja gesagt, weil ich Melissa einfach sau cool finde und die Idee von der Kollektion auch richtig lustig und sehr, sehr kreativ fand. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg raus und ja, ich mache mich auf den Weg und wir dachten uns, wir nehmen euch mal mit. Also, kommt mit! Heute ist es endlich soweit, meine Modenschau im YouTube-Space. Ja, da hinten seht ihr schon, was abgeht und dass es laut ist und Menschen aufgeregt sind, genauso wie ich auch aufgeregt bin. Und ja, jetzt geht's gleich los. Das Thema, was ich mir ausgewählt habe dieses Jahr, sind Zähne. Und ich weiß, das ist seltsam, aber ich wollte mal ein bisschen was anderes machen und was, wo es sowohl eine süße als auch eine dunkle Seite gibt. Und deswegen haben wir sehr viel Dental-Horror mit dabei. Wird aber gut. Ich freue mich total, heute hier zu sein und Melissa so ein bisschen zu unterstützen, weil ich kenne sie ja jetzt auch schon länger und sie macht ja immer sehr ausgeflippte Sachen und deswegen bin ich auch ganz gespannt, was da mich gleich erwarten wird. Das ist jetzt mein Kleid und ich ziehe es an. Yay. Ich finde, jedem steht es. Ja, jeder sollte das tragen. Jeder sollte das tragen. Ja, 16. Ey, da würden in Deutschland auch endlich mal Leute lächeln. Hat es jetzt doch mit der Perücke geklappt. Ich bin geblondiert worden und geschleift und ich persönlich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Was komplett anderes, aber ich wollte schon mal blonde Haare haben. Show ist vorbei, es lief alles glatt. Ich hatte mega, mega Herzklopfen. Also mir schlief mal ein Herz wirklich bis zum Hals. So bum, bum, bum. Ich hatte eine kleine Hitzewallung. Aber dann bin ich darüber gelaufen, habe die Leute überhaupt nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wer im Publikum saß. Ich habe weder meine Mutter noch meine beste Freundin gesehen. Aber ich bin nicht auf die Schnauze gefallen. Deswegen ist alles gut. Man steht ja hinter der Bühne und sieht so gut wie nichts. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. Und ich habe so ein bisschen schräg gesehen, dass Leute geschockt waren. Und das ist perfekt. Geschockt und gleichzeitig am Ende so, ah, oh, perfekt. Ja. 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 Alle so, dass es unangenehm ist.